Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode von Detektiv Pikachu kehrt zurück. Und beim ersten Mal haben wir quasi so ein bisschen das Intro, glaube ich, spielen können. Und jetzt gilt es, Kommissar Holiday zu verfolgen. Hier geht's nicht lang. Und irgendwie einen Juwelenraub oder was nachzugehen. Wir sehen uns mal ein kleines bisschen in der Welt um. Ein Serfdol oder so ähnlich. Also sehr wohl. hilft mir wirklich sehr mit meinen verspannten Schultern. Hier prügeln sich ein Quappo und ein Hariyama. Ein Quappo und ein Hariyama. In Kampfhaltung. Die Luft knistert förmlich vor Spannung. Sieht aus, als könnte jeden Moment ein Kampf ausbrechen. Wir sollten diese Gasse besser meiden. Nicht, dass wir sie aus Versehen reizen. Ja gut, apropos reizen. Ist das hier. Spannendes Symbol. Wer bist du? Hariyamas Partnerin. Oh nein, Hariyama kriegt sich wieder mit Quappo in die Wolle. Warum macht es das? Es ist sonst so sanftmütig. Mein Partner Hariyama liebt es, seine Kraft fortzuführen. Besonders, wenn es ums Kräftemessen mit anderen geht. Und weil Quappo auch stolz auf seine Muskeln ist, betrachtet Hariyama es als Rivalen. Wenn sie erst einmal anfangen, ist es schwer, sie wieder auseinanderzukriegen. Da halten wir uns erstmal wohl lieber von der Gasse fern. Ja, das ist die Maßnahme, anstatt mit denen zu reden. In Rhyme City ist es übrigens so, dass es irgendwie keine Pokébälle gibt. Im Springbrunnen glänzt etwas. Was könnte das sein? Oh, oho. Ein Iskala. Immer für eine Überraschung gut. Iskala. Huch, ich habe doch gewusst, dass hier irgendwas, dass ich was gesehen habe. Und es war ein Pokémon. Es lässt seine Punkte aufleuchten, um mit seinen Artgenossen zu kommunizieren. Ich hätte nicht erwartet, dass es die einsetzt, um jemanden anzulocken und mit ihm Schabernack zu treiben. Das hat mich definitiv überrascht. Er schreckt die Leute vielleicht nicht so, ja? Okay. Wie wäre es mit einem kleinen Snack für dich und deinen Partner? Klar. Komm mal her. Bären vertreten auf der Karte. Da ist für ihn jedes Pokémon was dabei. Okay. Marakambas Partnerin. Du siehst so süß aus beim Tanzen. Und von vorn. 1, 2, 1, 2. Okay. So sieht sie schon ganz süß aus. Ich fand in den Spriteworks war es immer so ein bisschen gruselig. Die Frage ist, ist das Fatalité noch hier? Nein, ist es nicht. Ärgerlich. Achso, wir können das Iskala sogar noch ansprechen. Naja, okay. Aber nichts Spannendes erzählen. Gut, da ist der Kommissar. Professor. Ich weiß zu schätzen, dass du uns so spontan hilfst. Es geht um die Dennis-Residenz gleich hier vorne. Ich dachte am Ende der Stadt oder Straße. Naja. Okay. Dennis-Residenz draußen. Da gehen wir jetzt hin. Ladezeiten. Switch-typisch. Okay. Da. Oh, oh. Wie hieß der? Mayweather? Well, well, well. Nee. If it isn't the great detectives. Na, wie hieß der? Wir werden es jetzt rausfinden. McMaster, genau. Brad McMaster. Inspektor bei der Rhyme City Polizei. Und Voltenso, Verfechter von Recht und Ordnung und eine Schnüffelnase. Lange nicht gesehen. Sie ermitteln also auch in dem Fall. Ihr Meisterdetektive steckt eure Nasen einfach überall rein. Wenn Mr. Dennis nicht explizit nach dir gefragt hätte, hätte ich dich jetzt bitten müssen zu gehen. So ungenießbar wie eh und je. Denkst du, er ist immer noch sauer, weil wir ihn so alt haben aussehen lassen? Er sagt, wir sollen keine Mätzchen machen. War ja kein Wunder, dass ihr beide Partner seid. Genug jetzt, Brad. Wir werden diese Ermittlungen gemeinsam durchführen. Das hier ist der Tatort, ja? Da ist das Anwesen von Sanjeev Dennis, einem Juwelier. Okay. Die Dennis-Residenz. Residenz. Warum will ich dieses I da reindrücken? Mr. Dennis gehört zu den wohlhabendsten Personen in Rhyme City. Unter gewöhnlichen Umständen würde ein Normalbürger wie du ihm niemals begegnen. Achte darauf, nichts zu tun, was ihn beleidigen könnte. Oh, und komm bei unseren Ermittlungen nicht in die Quere, ja? Er muss einfach herumsticheln, oder? Okay, Tim, komm mit rein. Ja, ja. Ist natürlich ein Spiel mit vielen Cutscenes. Ich muss schauen, dass ich meine Stimme schone, während das verschwundene Juwel, VL, warum auch. Warum? Warum?
Ein Bild von Ho-Oh, sehr nice. Er ist ja wirklich ganz hübsch. Ein Fukano. Das könnte Sanjeev sein. I see. Mr. Dennis erwartet dich im Zimmer. Jo, wir schauen uns jetzt schon... Oh, Ho-Oh und Lugia. Goldene Morgendämmerung. Und es zeigt Ho-Oh, ein Pokémon, das in der Legende erwähnt wird. Man sagt, es bringt etwas Glück. Ewiges Glück. etwas ewiges Glück. Und dass seine Schwingen in den Farben des Regenbogens leuchten. Das Bild ist hübsch. Ich wette, es sieht atemberaubend aus. In echt. Voltenso. Ein paar Fragen. Es will keine Zeit verschwenden. Naja, natürlich. Offensichtlich ist es Brad McMasters, Voltenso. Silberne Wogen. Und es zeigt Lugia. Es soll auf dem Meeresboden leben, aber niemand hat es je gesehen. Das klingt logisch. Zum Meeresboden kommt man schließlich auch nicht ohne weiteres. Ja. Da. Oh, das Vokalo sieht traurig aus. Mhm. Sanjeev Dennis, Juwelier. Einer der reichsten Menschen. Fukano, Wächter der Dennis-Residenz. Oh nein, es ist traurig, weil es versagt hat. Mein Name ist Sanjeev Dennis. Ich bin Juwelier und das hier ist mein Partner Fukano. Ich bin Tim Goodman Pikachu. Tut mir leid, wenn ich so direkt bin. Was wissen Sie über den Vorfall? Während ich außer Haus war, wurde ein kostbares Juwel gestohlen. Es ist als Aurora-Tropfen bekannt und wirklich äußerst selten. Was für ein mysteriöser Name, geradezu magisch. Der Dieb hat einen meiner Angestellten verletzt und ist mit dem Juwel entkommen. Aussage notiert. Sehr gut, Ermittlungsarbeit. Zum Glück waren die Verletzungen meines Angestellten nur gering, aber dennoch. Nun, die Polizei betrachtet meinen treuen Butler als Hauptverdächtigen. Die Polizei denkt, es war der Butler. Was können Sie mir über das Juwel erzählen? Es sieht so aus. Die meisten Juwelen müssen erst geschnitten und poliert werden, um ihre Schönheit zu entfalten. Aber es heißt, der Aurora-Tropfen hätte seine Form auf völlig natürlichen Weg erhalten. Sein Glanz hat tatsächlich etwas von einer Aurora. Ja, genau deswegen trägt es auch den Namen. Danke dafür. Es gibt viele Geschichten über den Aurora-Tropfen, aber man hielt ihn für nicht mehr als eine Legende. Auch unter uns Juwelieren nannten wir ihn früher das legendäre Juwel. Mit kostbar hat er anscheinend nicht übertrieben. Natürlich will das jemand klauen. Wo haben sie ihn denn aufbewahrt? Sicher eingeschlossen in einem besonders verstärkten, in einer besonders verstärkten Vitrine im Juwelenzimmer. Sowohl die Tür zum Juwelenzimmer als auch die Vitrine sind mit einem Schloss gesichert. Ja, und trotzdem wurde es trotz der Sicherheitsmaßnahmen gestohlen. Die Polizei hat also schon einen Verdächtigen. Dass mein treuer Butler Barnes der Dieb sein könnte, vermutet die Polizei. Weil Barnes und ich die einzigen sind, die Zugang zum Schlüssel des Juwelenzimmers haben und niemand sonst an den Schlüssel kommt. Der Schlüssel hängt immer um den Hals von Fukano. Wenn irgendjemand außer Barnes oder mir versuchten würde, den Schlüssel an sich zu nehmen, würde Fukano laut geben. Fukano ist ein äußerst treues Pokémon. Es würde niemals zulassen, dass ein Fremder den Schlüssel an sich nimmt. Im Moment sehe ich keinen Schlüssel um Fukanos Hals. Die Polizei glaubt, dass Barnes ihn genommen hat. Es klingt erstmal einleuchtend. Vorausgesetzt, es war wirklich Barnes. Wir würden gerne mit Barnes reden. Aber der wird im Moment von der Polizei verhört. Aber Sie halten Barnes nicht für den Dieb. Habe ich das richtig verstanden? Ich kenne Barnes schon, seit wir noch jung waren. Er arbeitet bereits seit Jahren in meinem Haus und war immer zuverlässig. Ich bin mir sicher, dass er niemals mich bestehlen würde. Und ich kann mir nicht im Traum vorstellen, dass er jemanden verletzen würde. Also wäre der wahre Täter noch auf freiem Fuß. Bitte hilf mir zu beweisen, dass Barnes unschuldig ist. Okay, wir sprechen uns später. Wir sprechen später mit Barnes. Also, Aurora-Tropf finden und Verdacht gegen Barnes entkräftigen. Das sind die zwei Aufgaben. Könntet ihr das tun? Ja, also wir untersuchen erstmal den Fall. Wir tun, was wir können. Aber natürlich, das Juwelenzimmer ist oben. Ja, okay. Warte kurz, Tim. Ich will bei diesem Fall mal was ausprobieren. Was denn? Fallnotizen. Die Herausgeber des Detektivjournals schwören darauf. Das Detektivjournal, das ist doch das Magazin, was du mal liest, oder? Ja, genau. Sehr aufmerksam, Herr Meisterdetektiv. Die haben untersucht, wie man die Notizen, die bei Ermittlungen so anfallen, am effektivsten organisiert. Und dabei sind sie auf die Fallnotizen gekommen. Wie funktioniert das?
Öffne dein Notizbuch. Drücke den X-Knopf. Okay. Sehr, sehr gut. Zuerst sollten wir im Notizbuch alle wichtigen Fragen aufschreiben, die während unserer Ermittlungen aufkommen. Wie wurde das Juwel gestohlen? Ja, Zeugenaussagen stehen da drunter. Der Aurora-Tropfen ist Mr. Dennis' kostbarstes Juwel. Es wurde gestohlen. Wenn wir alles gesammelt haben, können wir Schlussfolgerungen ziehen. Haben wir noch nicht genügend Aussagen und Beweise, aber sobald es soweit ist, können wir unsere Schlussfolgerungen ziehen. Am besten du probierst die Fallnotiz mal aus. Wir müssen, ja, Beweise sammeln, Zeugenaussagen und so weiter und so fort. Okay. Relativ einleuchtend. So, der Kommissar. Ich schätze, er hat dir von deinem Butler erzählt, dass der Verdacht auf Barnes gefallen ist. Aufgrund meiner Position kann ich nicht alle Informationen mitteilen. Aber wenn ich helfen kann, lass mich wissen. Barnes. Indizien scheinen in seine Richtung zu weisen. Ist nicht gerade überzeugend, ja. Ist Ihnen irgendwas Seltsames aufgefallen? Mir will einfach kein Motiv einfallen, das Barnes gehabt haben könnte, um dieses Juwel zu stehlen. Er scheint keinen Groll gegen Mr. Dennis zu hegen und er steckt auch nicht in finanziellen Schwierigkeiten. Vielleicht finden wir im Verlauf der Ermittlung noch ein Motiv. Aber im Moment kann ich nichts mit Gewissheit sagen. Gut. Der Aurora-Tropfen. Ist nicht nur kostbar, sondern auch berühmt. Viele Leute würden ihn gerne in die Hände bekommen. Das kann man nicht ausschließen, aber den Beweisen nach, die wir im Moment haben, halte ich einen Einbruch für eher unwahrscheinlich. Zur Zeit des Vorfalls untersuchen wir noch. Schritt für Schritt unsere eigenen Informationen. Ja, okay. Kann ich mit dir sprechen? Okay, in dem Raum wird gerade der Typ verhört. Also der Butler, Mr. Barnes. Okay. Ja. Dieser Raum ist momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gut, dass ich auch quasi bei der Polizei bin. Ja, wir dürfen nicht in Räume reinplatzen, ist ja okay. Tempo. Oho. Aha, von wegen Einbruchs unwahrscheinlich. Wem gehören diese blauen Federn? Schwadroness oder so? Sind das die Federn eines Pokémons? Sie sind über den Boden verteilt und das Fenster ist offen. Vielleicht ist ein Pokémon herein und herausgegangen. Eine dieser Federn ist dunkler als die anderen. Die anderen sechs haben ein helleres Blau. Irgendwas daran stört mich. Naja, also ich denke, wir können vermuten, dass vielleicht entweder ein Pokémon selbst eigenmächtig gehandelt hat oder es instrumentalisiert wurde, um ein Juwel zu klauen. Das Juwelenzimmer wurde exakt so gelassen, wie es nach dem Vorfall vorgefunden wurde. Kommissar Holiday hat mir schon Bescheid gesagt. Bitte geh einfach durch. Danke. Okay. Oh, aha. Aha. Die Baumwolle. Von den Elfhuhn. Okay, das ist ein Schloss. Das heißt, man braucht den Schlüssel zu dieser Tür und man braucht einen Schlüssel zur Vitrine. Naja, es sieht... okay. Das ist Pikachu. Ich habe die Tür angesehen. Da sind keine Spuren, dass man sie mit Gewalt geöffnet hat. Dann scheint es wahrscheinlich zu sein, dass der Dieb einen Schlüssel benutzt hat. Sehen wir genauer hin. Also das hier sieht ja schon mal irgendwie geschnitten aus, ne? Dieser Bereich ist etwas mehr durcheinander als der Rest. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Lass dir kein Detail entgehen. Let me see. Wo fangen wir am besten an? Okay, da wird wahrscheinlich mal der Aurora-Tropfen drauf gestanden haben. Die einzige Vitrine, die beschädigt wurde. Die Kante sieht mir nach einem Schnitt mit einer Klinge aus. Was für eine Klinge könnte eine massive Juwelenvitrine so sauber zerschneiden? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich auch noch ein Schloss. Die Vitrine ist immer noch verschlossen. Das heißt, man hat den Schlüssel gar nicht gebraucht. Ja. Okay, es scheint aber ein anderer Schlüssel zu sein als zur Tür und anscheinend wurde dann die Tür zumindest mit dem Schlüssel geöffnet.
Okay, eine blaue Feder. Vielleicht gehört sie einem Pokémon aus dem Anwesen. Schauen wir uns später mal genau an. Okay, wichtiges Indiz. Sonst nichts mehr abzugrasen. Außer, ich sag mal so, fährt noch da die Baumwolle. Naja, ist egal. Die Wolle, Verzeihung. Auf dem Boden liegt etwas Wolle. Sieht sehr fluffig und weich aus. Wie bei Elfun. Ich weiß nicht, ob es eine sinnvolle Art und Weise gibt, das auszusprechen. Wie kommt denn die Wolle hierher? Das ist eine gute Frage. Das ist ja irgendwie auch ein spannendes Indiz, dass die anderen Juwelen alle nicht aufgebrochen wurden, ne? Sieht aus wie ein Teil der Vitrine. Er ist einfach ein Meisterdetektiv. Der obere Teil der Vitrine wurde irgendwie abgeschnitten. Ein wirklich sauberer Schnitt. Okay. Tatort untersucht. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Mensch das geschafft hätte. Willst du hier noch was ansehen? Der Sockel? Mhm. Ist stabil am Boden befestigt. Sieht nicht so aus, als wäre es möglich, den unteren Teil irgendwie zu bewegen. Mhm. Das war bei den anderen wahrscheinlich auch der Fall. Doch, das war relativ komplett. Muss ich jetzt schon Schlussfolgerungen machen? Kann ich mir nicht noch irgendwas mitnehmen oder so? Moment. Was stand da? Rotes Juwel, ein lebhaftes Rot wie kochend heiße Lava. Es ist fast zu hell, um es anzusehen. Und ein blaues Juwel, tiefblau wie der Ozean. Hat etwas Magisches an sich. Grünes Juwel, eine frische grüne Farbe erinnert mich an einen Wald. Sie wirkt beim Anschauen richtig beruhigend. Und das hier, wunderschönes Juwel, klar und glitzernd, richtig strahlend. Ja, dann starten wir doch mal Deducing, Schlussfolgerung ziehen. Okay. Also, du hast inzwischen bestimmt rausgefunden, wie der Täter das Juwel gestohlen hat, oder? Also gut, wähle Schlussfolgerung ziehen. Machen wir. Okay. Wir können jetzt verschiedene Theorien aufstellen. Welche ist deiner Meinung nach richtig? Der Täter hat das Juwel noch gar nicht gestohlen. Okay. Ich sag mal so, das könnte so sein, dass man das Juwel einfach in der Wolle versteckt hat. Der Täter hat die Vitrine aufgeschlossen und das Juwel gestohlen. Unwahrscheinlich. Der Täter hat die Vitrine aufgeschnitten und das Juwel gestohlen. Jetzt mal ganz ehrlich, es könnte auch noch in der Wolle sein. Das haben wir, glaube ich, nicht kontrolliert. Vielleicht hat der Täter einen Aurora-Tropfen in der Wolle versteckt. Echt jetzt? Diese Theorie erklärt in keinster Weise, wie das Juwel aus der Vitrine entfernt wurde, oder? Ja, okay, da hat er recht. Aber wenn das ein Scherz sein sollte, schlage ich vor, dass du noch an deinem Humor arbeitest. Alles klar. Es ist natürlich... Das hier ist natürlich die richtige Antwort. Aber es ist auch nicht verkehrt, mal zu schauen, ob es weiterhin so ist. Also im ersten Teil, im 3DS-Teil, konnte man ja auch eigentlich nichts falsch machen. Man wurde so lange von Pikachu korrigiert, bis man die richtige Lösung hatte. Anscheinend ist man sich da treu geblieben. Oder vielleicht ist es auch nur, weil es noch der erste Fall ist. Ne? Was wir im Tatort gesehen haben, lässt darauf schließen, dass die Vitrine aufgeschnitten wurde. Danach wurde der Aurora-Tropfen entfernt. Jetzt wissen wir, wie man da dran gekommen ist. Okay. Das ist ein cooler Stempel. Oh, gibt's diesen Stempel im Shop vielleicht oder so? Das wäre cool. Hast du verstanden, wie das mit dem Notizbuch und den Fallnotizen funktioniert? Ja, hab ich gerafft. Danke. Wenn Pikachu mir Bescheid sagt, dann muss ich hier reinschauen. So, mehr muss man nicht wissen. Wir wissen jetzt, wie das Verbrechen passiert ist. Eine Sache ist merkwürdig. Ach ja. Kommt dir da nicht was merkwürdig dran vor? Die Tür, das Juwel wurde in dem Zimmer auf, das Glas wurde zerschnitten, aber die Tür ist unversehrt. Ja, genau. Die Tür wurde mit dem Schlüssel geöffnet und die Vitrine aufgeschnitten. Stimmt, das bedeutet also, der Dieb hatte nur einen der Schlüssel, den zum Juwelenzimmer. Zur Vitrine hat er ihn nicht. Mr. Dennis zufolge haben nur er und Barnes Zutriffe. Wenn wir selbst mit Barnes reden können, aber im Moment wird er noch befragt. Genau, wir sollten ihn darauf ansprechen. Ja, wir gehen die Ermittlung voran.
Ich konnte nicht einfach rumstehen und warten. Also es scheint so, als hätte der Täter das Juwelenzimmer mit einem Schlüssel betreten und die Vitrine aufgeschnitten. Vermuten wir. Ich nehme an, das wird Barnes nicht viel helfen. Er hat ja Zugang zum Schlüssel. Ich habe ihn hier. Den Schlüssel zur Vitrine trage ich immer bei mir. Ich kenne Barnes schon sehr lange, aber diesen Schlüssel gebe ich ihm trotzdem nicht. Aussage notiert. Die Sicherheit der Vitrine ist meine persönliche Verantwortung. Alles klar. Also haben sowohl Barnes als auch Dennis Zugriff auf den Schlüssel zum Juwelenzimmer. Aber nur Mr. Dennis hat Zugriff auf den Schlüssel zur Vitrine. Ja, das klingt erstmal, als hätte Mr. Barnes einen Grund, das Ganze hier aufzuschneiden. Wirklich? Ich dachte, ich störe vielleicht nur. Aber es freut mich zu hören, dass ich helfen konnte. Soll ein Symbol der Wiedergeburt für Rhyme City werden. Halte mich auf den Laufenden, Tim. Mama. Gut. Problem. Ist Barnes der Täter? Der Dieb hat die Vitrine aufgeschnitten, um das Juwel zu... an das Juwel zu gelangen, hatte aber den Schlüssel, um die Tür zum Juwelenzimmer zu öffnen. Die einzige Person sind Dennis und Barnes. Also Mr. Dennis. Da stand natürlich Dennis, aber Mr. Dennis. Wäre der Schlüssel zum Juwelenzimmer gar nicht erst benutzt worden, wäre der Verdacht niemals auf Barnes gefallen. Vielleicht hätte er das tun sollen, wenn er doch gewusst haben muss, dass er sich dadurch verdächtig machen würde. Vielleicht hat er einfach nicht so weit gedacht. Ja, ist ein guter Hinweis. So oder so, die Hinweise am Tatort reichen noch nicht aus, um irgendwas mit Gewissheit sagen zu können. Ja, wir müssen einfach mit Barnes sprechen. Ja. Ist ja auch eine sinnvolle Reihenfolge, ne? Ja. So, wir gehen. Ah, hallo. Juwelenzimmer, der Tatort, okay. Kann ich diese Federn hier nochmal? Ne. Nee. Ja, bestimmt sind die jetzt mit dem Verhör fertig und dann machen wir weiter. Dünn, 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 die Ladezeiten für sehr, sehr kleine Bereiche sind viel, viel zu hoch. Oh, was machst du denn? Oh, okay, wow. Yes. Aha. You certainly don't look like you're with the police. Mhm. State your business. Was hast du denn hier zu suchen? Claudia Dennis, Ehefrau von Sanjeev Dennis. Ah, wir sind Detektive. Mr. Dennis hat uns gebeten, den Vorfall, der sich hier ereignet hat, zu untersuchen. Ich glaube, mein Mann hat sowas erwähnt. Ihr Mann, das heißt, Sie sind Claudia Dennis, die Frau von Sanjeev Dennis. Tut mir leid zu hören, aber dürften wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Das würde mich stören. Ich muss euch bitten zu gehen. Der Fall ist bereits gelöst. Was meinen Sie? Die Polizei sagt, Barnes steckt hinter allem. Also ist die Sache doch klar. Wir haben schon gehört, dass er unter Verdacht steht, aber naja. Ja, Mr. Barnes sieht das nicht so. Piccolente, der Partner von Barnes, hat etwas im Schilde geführt. Ich habe es selbst gesehen. Haben Sie das Verbrechen mit angesehen? Ist Piccolente der Partner von Barnes? Ist Piccolente der Partner von Barnes in die Tat verwickelt? So. Du siehst aus, als würdest du mir nicht glauben. Ja, ihre Zeugenaussage, komm. So. Ich habe unwiderlegbare Beweise gesehen. Was denn? Ich saß bei einer Tasse Tee in meinem Zimmer im ersten Stock. Da ist mir ein Vogel-Pokémon aufgefallen, das am Fenster vorbeiflog. Ein Vogel-Pokémon? Ja, ich habe es eindeutig ein blaues Vogel-Pokémon gesehen. Es muss Piccolente gewesen sein. Wir haben am Fenster und Juwelenzimmer blaue Federn gefunden. Waren das also Federn von Piccolente? Ganz, also rückblickend, ganz offensichtlich hat es das Juwel gestohlen. Leises Geräusch gehört, es hat irgendwie metallisch geklungen. Wissen Sie, was dieses Geräusch verursacht haben könnte? Nein, das weiß ich nicht, aber das Juwelenzimmer wurde auf den Kopf gestellt, oder? Ich nehme an, es hat etwas dabei zerbrochen. Und ich habe gehört, dass Federn von Piccolente im Juwelenzimmer gefunden worden sind. Ist das nicht Beweis genug, dass Barnes der Täter ist? Sie klingt von ihrer kleinen Theorie ganz schön überzeugt. Aber alles hängt an diesem metallischen Geräusch und daran, dass ein blaues Vogel-Pokémon weggeflogen ist. Nicht gerade hieb- und stichfest. Diese Informationen alleine reichen leider nicht. Ja, dann beeil dich und find raus, wer es wirklich war. Barnes. Mein Mann ist so vertrauensselig, besonders was Barnes angeht. Mir wurde gesagt, dass Barnes schon sehr lange hier arbeitet, sogar viel länger als ich Sanjeev kenne.
Ich vermute, deswegen schlägt sich Barnes auch immer auf die Seite meines Mannes. Was meinen Sie damit? Immer wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, steht Barnes unausweichlich auf Seiten meines Mannes, obwohl ich mir sicher bin, dass er sich für unparteiisch hält. Dieser Mangel an Selbsterkenntnis ist nur ein weiteres seiner zahlreichen Defizite. Ja, ist kein Fan von Barnes, ne? Picolente. Excuse me. Picolente ist der Partner von Barnes. Und er ist absolut Fanat in ihn und immer an seiner Seite. Naja, wenn es immer an seiner Seite ist. Sie haben erwähnt, dass es irgendwie in die Tat verwickelt sein könnte. Wäre Picolente dazu in der Lage? Es hilft Barnes sogar bei Besorgungen. Es wäre sicher in der Lage, sich mit dem Juwel davon zu machen. Aurora-Tropfen. Kostbares Juwel, wertvoll. Ich habe es doch gewusst, sieht sich einer diese verständnislosen Blicke an. Ja, dass mein Mann den Warenwert... Nicht mal mein Mann versteht den Warenwert dieses Juwels. Warum sollte er sowas Kostbares einfach Rhyme City stiften? Aha! Also, sind sie gegen die Stiftung des Aurora-Tropfens? Aber natürlich! Schätze wie dieser sollten nicht in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Sie sollten nur einigen wenigen zur Betrachtung mit der gebotenen Kontenance zugänglich gemacht werden. Von Kontenance sehe ich aber nicht viel. Oh, Pixie! Hallo! Immer ein Ohr an den Geschehnissen in der Dennis-Residenz. Aha! Also meine Arbeitstheorie ist, die Ehefrau hat es geklaut und versteckt, damit der Mann es nicht stiftet. Und hat es günstigerweise auch noch Barnes in die Schuhe schieben wollen. Oh, ein Pixie, anscheinend das Partner-Pokémon von Mrs. Dennis. Nee, Mrs. Dennis doch. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Wow, was soll das denn? Kein Grund, so unhöflich zu sein. Es scheint uns ziemlich verdächtig zu finden. Vielleicht ist es nach dem Vorfall einfach etwas empfindlich. Ja, Miss und Mrs. ist ja dieses wie Frau und Fräulein, ne? Also Frau ist verheiratet und Fräulein ist unledig. Oh, es wird immer noch befragt. Das ist natürlich ein Problem. Frag mich, was du wissen möchtest. Mein Vater. Kannst du nicht mal loslassen, meine Güte. Es sind jetzt 3 Jahre oder so. Ich weiß, dass es nichts mit dem Fall hier zu tun hat, aber du möchtest wegen Harry fragen. Tut mir leid, es gibt nichts Neues. Trotzdem danke. Wenn man die Sache weiterverfolgt, sollte man eigentlich auch Harry finden. Aber der Fall ist abgeschlossen und wir haben noch immer keine einzige Spur. Wohin ist Harry nur verschwunden? Auch da gibt's keine sinnvolle Erklärung. Nein. Moment, wer bist du? Du siehst natürlich auch verdächtig aus. Hallo. Detective Goodman. Ja, schwierig in dem Alter, ne? Larry Turner, seit kurzem in der Dennis-Residenz angestellt. Aha. Moment, ihr seid diese Detektive, nicht wahr? Mr. Dennis hat das zumindest gesagt. Moment, das ist nicht formell genug. Tut mir leid, mein Name ist Larry Turner und ich gehöre zu den Angestellten des Hauses. Er wirkt überfordert. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Ich meine, bitte lass es mich wissen, wenn ich etwas... Sie müssen nicht so förmlich sein. Doch, da bin ich erleichtert. Ich arbeite hier schon eine Weile, aber es ist immer noch schwierig für mich, mich gewählt auszudrücken. Naja, zum Glück kümmert sich Barnes um die wichtigen Gäste. Ich dagegen kümmere mich hauptsächlich um die Pokémon sowie das Haus und den Garten. Das ist auch gar kein Problem. Er klingt nicht so, als wäre er seinen Aufgaben gewachsen. Du wolltest fragen, was passiert ist, ja? Ich meine, ich habe der Polizei schon alles gesagt. Noch mehr ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Ich erinnere mich nicht genau. Irgendwas hat mich aus dem Nichts angegriffen und dann wurde alles schwarz. Achso, er ist das Opfer. Irgendwas. Also war es nicht der Dieb, der ihn attackiert hat. Können Sie uns bitte mehr darüber erzählen, Mr. Turner? Aber natürlich, kein Problem. Ich habe heute wie immer meine Arbeit erledigt. Also dem Pokémon Essen gemacht, ein bisschen im Anwesen geputzt, solche Sachen. Ich muss wohl gerade im Garten aufgeräumt haben, als es passiert ist. Ich habe Picolente aus einem Fenster im ersten Stock fliegen gesehen. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, wo es hin will. Normalerweise benutzt Picolente nämlich einfach die Tür. Das kam mir komisch vor, also bin ich nach oben gegangen, um nachzuschauen. Die Tür zum Juwelenzimmer stand weit offen. Aber damit nicht genug. Als ich im Zimmer nach dem Rechten sehen wollte, hat mich ein Pokémon mit einem Schlag getroffen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich auf einem Sofa liege und jemand meine Verletzung behandelt. Naja, okay. Ich glaube, ich habe ganz kurz etwas Kleines Rotes gesehen.
Von der Größe her würde ich sagen, es war unmöglich ein Mensch, also tippe ich auf ein Pokémon. Ein rotes Pokémon. Es ging alles so schnell. Ich verstehe. Es tut mir leid, dass Ihnen das alles passiert ist. Ich bin froh, dass Sie nicht ernsthaft verletzt sind. Das hat der Arzt auch gesagt. Ja, kein Pokémon könnte einen Aurora-Tropfen stehlen wollen. Ist natürlich auch ein bisschen sehr theoretisch, aber ja. Es ist möglich, dass der Täter seinem Partner Pokémon aufgetragen hat, das Juwel zu stehlen und Turner K.O. zu schlagen. Wir müssen das Pikolente finden, das aus dem Fenster geflogen ist, und das rote Pokémon auch. Der Täter. Haben Sie irgendwas anderes gesehen? Das war alles. Falls Ihnen noch was einfällt. Nee, ich war total überrascht, als ich erfahren habe, dass Barnes verdächtigt wird. Die Polizei wird sicher ihren Grund haben, aber ich kann es eigentlich nicht glauben. Wenn man Barnes vor dieser Sache kannte, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass er ein Dieb sein könnte. Der Aurora-Tropfen. Was wissen Sie darüber? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Er war im Juwelenzimmer weggeschlossen, seit er ins Haus gebracht wurde. Natürlich ist er wertvoll und so, daher rühren wohl auch die Streitigkeit zwischen Mr. und Mrs. Dennis in letzter Zeit. Was für Streitigkeiten? Nun, falls du es noch nicht weißt, Mr. Dennis hat vor, den Aurora-Tropfen zu stiften. Ja, das haben wir nämlich schon gehört. Blabla, sie streiten jeden Abend. Hat also zu einer Kluft zwischen den beiden geführt, was? Ja. Achso, ja, okay. Kann ich dich nicht noch mit konfrontieren. Heißt das, können wir nochmal nach draußen gehen? Also, nochmal. Hier, Federn. Ja, könnte Pikolente sein. Das Fenster können wir nicht untersuchen. Aber ich muss auch sagen, diese Feder sieht natürlich nicht nach einer Pikolente-Feder aus, weil sie ja ein dunkelblau ist. Ja. Und Pikolente eher so hellblau ist. Ich bin nicht gut in Farben. Es gibt bestimmt schönere Wörter für hell und dunkelblau. Es gibt keinen Grund, in die Stadt zu gehen. Aber ich wollte nach Pikolente suchen. Okay. Achso, ja, hier. Fugano wollte ich nämlich eigentlich auch mal fragen. Der den Schlüssel hatte. Also da kann man... Naja, sieht nicht sehr glücklich aus. Vielleicht sollten wir es eine Weile in Ruhe lassen. Oh, ich will es nicht in Ruhe lassen. Ich will Fukano knuddeln. Frag mich alles, was du wissen möchtest. Symbol der Wiedergeburt. Vor 2 Jahren, während des Vorfalls mit R, hat mein Juweliergeschäft erheblichen Schaden erlitten. Sie sind Opfer von R. Einige Pokémon, die R ausgesetzt wurden, sind durchgedreht. Sie haben mein Geschäft zerstört. Zu dieser Zeit befand sich der Aurora-Tropfen bereits in meinem Besitz. Ich hatte ihn sicher im Laden verwahrt. Wurde er auch beschädigt? Nein, tatsächlich nicht. Von all den Juwelen in meinem Laden blieb der Aurora-Tropfen als einziges unversehrt. Klar. Die Trümmer sind so perfekt angeordnet um den Aurora-Tropfen gestürzt, dass man fast sagen könnte, etwas hätte ihn beschützt. Unglaublich. Anscheinend gibt es doch sowas wie Magie. Das Übel, das er überstanden hat. Die Leute fingen an, in den Laden zu kommen, nur um ihn zu sehen. Und dank all dieser Aufmerksamkeit kam mein Geschäft wieder auf die Beine. Das klingt wertvoll, in mehr als einer Hinsicht. Warum bewahren Sie so ein kostbares Juwel hier in Ihrem Anwesen statt in Ihrem Laden? Weil ich mich entschieden habe, es Rhyme City zu stiften. Genau. Ich will Ihnen dabei helfen, beim Wiederaufbau, bla bla bla. Wow, ja, es ist echt eine wundervolle Geste. Das klingt gut. Freut mich, dass du das so siehst. Ach, vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Ich sollte mich mit persönlichen Angelegenheiten belästigen. Ich hoffe, dass du den Aurora-Tropfen so schnell wie möglich findest. Du wolltest mir doch gerade was zu deiner Frau erzählen. Gut, Mr. Barnes, bitte verlassen Sie bis auf Weiteres nicht das Anlesen. Ich habe gerade die Capture-Card fast runtergeworfen. Ich habe sie gerade so mit dem Oberschenkel fangen können. Alles klar, die Polizei ist mit der Befragung fertig, jetzt wo wir mit allen gequatscht haben. Cutscene. Und noch ein Voltenso. Ach, das war gar nicht das von... Okay. Brandon Barnes, Butler in der Dennis-Residenz. Er sieht nicht so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Wie konnte es nur so weit kommen? Warum wirklich für die Polizei so verdächtig? Wer bist du? Ich bin Tim Goodman. Ja, ich bin der Butler, bla bla bla. Mach dir keine Gedanken. Wenn Mr. Dennis dich engagiert hat, dann ist es meine Pflicht, vollumfänglich mit dir zu kooperieren. Worüber möchtest du mit mir sprechen? Zur Zeit des Vorfalls. War ich nicht im Haus. Erst als ich von meinem Botengang zurückgekommen bin, habe ich einen Schrei gehört. Das bedeutet also, Barnes war der erste Zeuge am Tatort.
Konnten Sie den Dieb oder sein Partner-Pokémon sehen? Nein. Warte mal, wenn Barnes die Treppe hochgerannt ist, während ihm der Dieb doch genau in die Arme laufen müsste. Wenn er niemanden gesehen hat, wie ist der Täter dann aus dem ersten Stock entkommen? Die Tür im Juwelenzimmer war offen, das hat er überprüft, und er konnte sehen, dass der Tropfen weg war. Er hat die Polizei und Mr. Dennis informiert. Erst danach ist Mrs. Dennis aus ihrem Zimmer gekommen, um nachzusehen, was der ganze Aufruhr zu bedeuten hat. Ansonsten waren nur Fukano und Pixie im Haus. Natürlich können Pokémon keine Zeugenaussagen machen, also habe ich kein Alibi, fürchte ich. Und da kommen wir ins Spiel. Gut, Mr. Barnes, haben Sie irgendeine Ahnung, wer der Dieb gewesen sein könnte? Nein. Mr. Dennis und ich sind die einzigen mit Zugang zum Schlüssel zum Juwelenzimmer. Ja, es ist das Problem. Jemand anderes dürfte meiner Meinung nach große Schwierigkeiten haben, an den Schlüssel zu gelangen. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass die Polizei mich als Verdächtigen sieht. Aber sowas Dummes würde ich niemals tun. Wenigstens haben wir jetzt die Bestätigung, dass nur die beiden Zugang zum Schlüssel haben. Ja, okay. Picolente ist mein liebes Partner-Pokémon. Sieh dir dieses Foto an. Okay, es hat dunkle Federn am Bürzel, ne? Ja, ist es nicht niedlich? Diese Federn, einfach wunderschön. Das ist noch nicht alles. Es ist außerdem noch äußerst clever und hilft mir bei meiner Arbeit. Wenn ich von Picolente rede, neige ich dazu, mich etwas mitreißen zu lassen. Ja, mal überlegen. Es erledigt Botengänge. Für mich zum Beispiel kauft es Kaffeebohnen in einem Café hier. Oh, es kauft Kaffeebohnen. Sehr schön. Hier in der Nähe befindet sich das Hi-Hat Café. Vielleicht hast du davon gehört. Dort geht es regelmäßig zum Einkaufen hin. Ja, wegen der Hi-Hat-Mischung, bla 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 bla. Es ist das Stammcafé, also im wahrsten Sinne Café von den beiden. Es ist direkt unter einer Detektei. Einem Detektivbüro ist, glaube ich, das Wort. Wissen Sie, wo Picolente sein könnte? Leider nein. Die Federn am Tatort gehören zu Picolente, oder? Daran besteht kein Zweifel. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum sie dort sein sollte. Schon der Gedanke alleine, dass es in dieses Verbrechen involviert sein könnte. Ich mache mir solche Sorgen, dass ich kaum klar denken kann. Der Aurora-Tropfen. Das kostbarste Juwel. Physische Manifestation. Die Kristallisierung seiner Laufbahn als Juwelier darstellt. Für jemanden, der so förmlich redet, ist Barnes ganz schön leidenschaftlich, was? Bitte, Tim, finde den Aurora-Tropfen. Ich flehe dich an. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Nach seiner Aussage bin ich wirklich nicht überrascht, dass die Polizei ihn verdächtigt. Sagt, dass Fukan und Pixie während des Vorfalls im Haus waren. Vielleicht haben sie was gesehen. Befragen wir sie, Tim. Aha! McMaster. Noch immer verdächtig. Ja. Barnes. Excuse me. Nur zwei Personen haben Zugang zum Schlüssel. Ja, das ist alles super plausibel, aber hast du vielleicht noch eine... Oh? Crash? Hallo? Bin ich irgendwie dran gekommen? Technisches Problem. Sofort wieder da. So, ich hoffe, dass die Einstellungen jetzt alle noch so sind wie vorhin. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Capture Card. Was ist passiert? Ach, wir haben mit ihm gesprochen, also hier mit McMaster, unserem Rivalen, über die Ermittlungen jetzt. Was haben Sie, gibt es hier noch mehr Spuren? Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Mr. Dennis wird ziemlich erschüttert darüber, dass der Verdacht auf Barnes gefallen ist. Seine Frau Claudia reagiert ziemlich intensiv. Sie hat uns aufgefordert, und zwar wiederholt, dass wir uns beeilen und die Ermittlungen zum Abschluss bringen sollen. Brad tut mir fast schon leid. Einer der Angestellten, Turner, war sehr kooperativ. Er konnte uns viele Informationen darüber geben, was bis zu dem Zeitpunkt geschehen ist, an dem er sein Bewusstsein verlor. Das sollten wir alles im Hinterkopf behalten. Ja gut. Voltenso, komm, sei nicht so. Und starr nicht so. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Wir stehen euch schon nicht im Weg. Ja, es ist immer mit voller Eifer bei der Sache. Wenn jemand versucht haben sollte, Beweise verschwinden zu lassen, hätte er es bemerkt. In der Hinsicht ist es also tatsächlich hilfreich. Wäre schön, wenn es mir gegenüber nicht so feindselig wäre. Genau, Pixie. Einer der Zeugen.
zu misstrauisch, um uns zu antworten, aber Fukano hat sich doch bestimmt gesammelt. Tut mir leid, dich zu stören, wo es dir doch gerade nicht so gut geht, aber können wir dir ein paar Fragen stellen? Fukano, wir sind hier, um den Dieb zu fangen und wir brauchen deine Hilfe. Wenn es Sanji hilft, sprichst du gerne mit uns, danke. Sanji, ein Spitzname, den Fukano für Dennis hat. Okay. Sein vollständiger Name ist Sanjeev. Da liegt Sanji Yanal. Haben einen ganzen Buchstaben gespart. Ein F-Laut am Ende. Also, können wir mit den Fragen loslegen, Fukano? Erzähl mir was über dich. Ja, ich mag lange Spaziergänge am Strand. Ja, also Fukano bewacht das Anwesen, hat den Schlüssel zum Juwelenzimmer um den Hals. Der Schlüssel ist wichtig. Also ist er wichtig für Fukano. Leuchtet ein. Er würde es den Schlüssel niemals jemand anderem als Dennis oder Barnes geben oder auch nur anfassen lassen. Deswegen fühlst du dich besonders verantwortlich für das, was geschehen ist. Naja, aber wo ist der Schlüssel? Zur Zeit des Vorfalls. Du hast ein Nickerchen gemacht. Ja, ein typischer Wachhund. Dein Frühstück war so lecker, dass du zu viel gegessen hast und müde geworden bist. Ah, das kenne ich. Wovon sprichst du? Du bist aufgewacht, als Barnes nach Hause gekommen ist. Das war dann wohl kurz bevor der ganze Aufruhr losgegangen ist. Und als du aufgewacht bist, war der Schlüssel weg. Ja, ich kann sehen, dass du aufgebracht bist. Du wirst alles tun, um uns zu helfen. Danke. Außer auf den Schlüssel aufzupassen. Damit es gar nicht so weit kommt. Er sagt, dass Barnes freundlich ist und außerdem auch gute Manieren hat. Er und Dennis stehen sich nahe und er hat auch nie nur den kleinsten Streit zwischen ihnen gesehen. Ja, das wirkt auch alles ein bisschen seltsam. Aber wenn Fukano nach dem Essen eingeschlafen ist, wer gibt ihm denn das Essen? Fukano hat uns nichts gesagt, was uns dabei helfen könnte, Barnes zu entlasten. Jetzt müssen wir nur noch Pixie befragen. Ich werde mein Möglichstes tun, damit es mit uns redet. Danke, Pikachu. Also ich sag mal so, er ist ja fürs Essen verantwortlich. Es könnte natürlich auch durchaus sein. Naja. Wir fragen mal übrigens nebenbei Pikachu. You know the drill, Tim. Du weißt Bescheid, Tim. Wash your hands and gargle when you get home. Don't forget. Okay. Was? Du denkst, wir sind die Diebe, die an den Ort des Verbrechens zurückkehren? Da liegst du völlig falsch. Wir sind nicht hier, um irgendwas zu stehlen. Wir sind Meisterdetektive, die einen Dieb fangen wollen. Komm, du kannst uns vertrauen. Hilf uns, ich bin mir sicher, Claudias schlechte Stimmung verfliegt. Du redest also mit uns, danke. Sie hatte also Angst, dass wir ihrem Partner was Böses wollen. Also erzähl uns was. Was ist deine Aufgabe? Also es ist nicht direkt Arbeit, außer Zeit mit Claudia zu verbringen. Zählt als solche. Ist es nicht anstrengend, bei jemandem zu sein, der so reizbar ist? Sie ist keine schlechte Person. Sollte nicht beleidigend rüberkommen. Streitet sich also mit wem über irgendwas. Aber wenn ihr beide alleine seid, tut es ihr leid? Ah, jetzt verstehe ich. Deine Aufgabe ist es, sie aufzumuntern, wenn sie in einen Streit gerät. Ist ja richtig nett. Zur Zeit des Vorfalls. Ist irgendwas Seltsames passiert? Pixie sagt, dass es beim Spielen im Haus heute sehr müde geworden ist. Aha, so wie Fukano auch. Dann ist es eingenickert und weiß nicht, was danach passiert ist. Das ist schade. Was hältst du von Barnes? Kommst du mit ihm aus? Claudia kann Barnes nicht leisen, also versucht Pixie, sich von ihm fernzuhalten. Okay. Ihr hält ihn aber auch nicht für einen schlechten Menschen. Barnes ist sofort los, um Turner zu helfen, als er verletzt wurde. Moment, heißt das, Pixie hat gesehen, wie Barnes nach oben gegangen ist, um Turner zu helfen? Das sieht ganz so aus. Hat heute Morgen neben der Eingangstür gedöst. Als Barnes von seinen Besorgungen außer Haus zurückkam, ist es aufgewacht und hat ihn an der Tür begrüßt. Dann haben Pixie und Barnes Turner im ersten Stock schreien gehört, also sind sie zu ihm gelaufen. Aha! Und dort fanden sie dann zu ihrem Entsetzen Turner auf dem Boden liegen. Da war Barnes also noch im Erdgeschoss, also kann das nicht gewesen sein. Ja. Schlussfolgerung ist Time. Schlussfolgerung ziehen. Okay. In Ordnung. Wir haben einige nützliche Informationen gesammelt, gehen wir erstmal alles in Ruhe durch.
Irgendwas, was uns darauf schließen lässt, dass er unschuldig ist. Naja, klar. Dass Pixie ihn gesehen hat. Okay. Also, naja, es kann natürlich so oder so laufen, ne? Wir haben erfahren, dass Pixie Barnes begrüßt hat, als er zum Anwesen zurückkehrte. Und auch Fukano sagte, dass er da aufgewacht ist. Er kann also gar nicht der Täter sein. Naja, das wäre etwas schwierig für Barnes, das Juwel zu stehlen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir damit alleine Barnes Unschuld beweisen können. Naja, die Aussagen der Pokémon können wir nicht wirklich verwenden. Keiner würde uns glauben. Es sieht aus, als bräuchten wir noch weitere Beweise, um zu zeigen, dass Barnes unschuldig ist. Aber immerhin können wir uns sicher sein, dass er unschuldig ist. Pixies Aussage allein reicht noch nicht, um den Verdacht gegen Barnes auszuräumen. Ich denke, wir benötigen irgendeine andere Art Beweis, um seine Unschuld zu beweisen. Aber wo sollen wir danach suchen? Mir fällt spontan nichts ein. In solchen Momenten ist es am besten, erstmal anderen Spuren nachzugehen. Womöglich finden wir an ganz unerwarteter Stelle einen neuen Hinweis, der mit dem Fall in Verbindung steht. Das rote Pokémon. Ah ja, genau. Um der Wahrheit näher zu kommen, bleibt uns nichts anderes übrig, als das Pokémon zu finden, die von manchen der Augenzeugen gesehen wurden. Ein rotes Pokémon und Picolente. Ich frage mich, ob sich bei dem Pokémon, das die Vitrine aufgeschnitten hat, um das Partner-Pokémon des Täters handelt. Könnte man meinen. Allerdings hat auch keiner der Zeugen einen Menschen gesehen. Es könnte ein Sherrock sein oder so. obwohl was Kleines, ne? Naja. Die Möglichkeit, dass Barnes der Täter war, halte ich inzwischen für äußerst gering. Nur wieso ist Picolente dann aus einem Fenster im ersten Stock geflogen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nichts mit dem Juwelendiebstahl zu tun hat. Ja. Wo ist Picolente abgeblieben? Naja, gehen wir einmal alles durch, was wir inzwischen wissen. Es ist nicht mehr in der Residenz, haben wir gerade rausgefunden. Okay. Naja, also es wird durch das offene Fenster geflogen sein. Das ist ja jetzt relativ naheliegend, oder? Gibt es irgendwas, das Barnes Unschuld beweisen könnte? Naja, er konnte die Vitrine öffnen, weil sie aufgeschnitten wurde, okay. Tja, warum folgen wir nicht Picolente? Die Spur ist heißer als die zum roten Pokémon, ja. Es wollte Kaffeebohnen besorgen. Ja, wir können uns im Café umsehen. Genau, das ist eine gute Ausrede, um einfach Kaffee trinken zu gehen. Das wollte ich ja vorhin machen, da wurde ich nicht gelassen. Und das ist der Teil, der mich immer ein bisschen stört an so Spielen. Also nicht, dass ich jetzt besonders viele solche Spiele spiele, aber ja. Okay. Yorkles Partnerin. Was? Heißt das, sie werden mir nicht helfen? Ich verstehe, wie sie sich fühlen, aber wir führen gerade Ermittlungen durch. Und was mache ich jetzt? Sieht aus, als hätte diese Frau ein Problem. Das hat wahrscheinlich nichts mit unserer Fall zu tun, aber in der Not hilft man ja, ne? Unser aktueller Fall hat allerdings Priorität. Genau, hören wir uns erstmal an, was sie zu sagen hat. Okay. Lokale Anliegen. Während einer Ermittlung kann es passieren, dass Pokémon oder Menschen dich bitten, ihre Probleme zu lösen. In solchen Fällen ist ihre Sprechblase blau gefärbt. Sprich einfach mal mit ihnen, vielleicht kannst du ja helfen. Anliegen, bei denen du deine Hilfe angeboten hast, werden deiner Liste hinzugefügt. Okay, cool. Sidequests. Ja, das ist neu. Das gab es, glaube ich, nicht im ersten Teil. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Darf ich fragen, was los ist? Mein Yorkleff ist weg. Oh nein, wie ist das passiert? Wir waren im Serenity Park. Es ist beim Herumtollen übermütig geworden und losgedüst wie eine Rakete. Ich bin fix und fertig. Die Polizei hilft mir nicht. Gibt's noch mehr? Nein. In der Stadt hat sie sich selbst noch nicht umgesehen, aber im Park war es nicht. Mein Yorkleff mag ruhige Orte. Ich glaube aber gar nicht, dass man sowas hier findet. Gut. Genau, wenn wir bei unserer Ermittlung sowas finden, dann können wir eher helfen. Oh, Dusselgur, hi. Ich habe vor kurzem erst dich gerettet. Da! Es hat schon wieder vergessen. Naja. Elfhuhn. Elfu. Fun. Die Stadt ist immer lebendig und voller Spaß, wenn sie herkommen.
das rote Pokémon. Habt ihr ein rotes Pokémon gesehen? Gladiantri ist rot. Oder ihr habt euch gerade erst mit einem angefreundet. Und ihr habt euch gerade erst mit einem, dessen Körper mit Klingen übersät ist. Ja, Gladiantri sind ziemlich rot, außer dass sie grün sind. Aber ja. Ihr begegnet Gladiantri oft auf der Aussichtsterrasse im Serenity Park und an Tagen mit Wind spielt ihr mit Gladiantri, indem ihr es festhaltet und mit ihm umherfliegt. Okay. Der Park ist ja gleich nebenan. Wann habt ihr zuletzt mit ihm gespielt? In letzter Zeit jeden Tag, auch heute? Dann ist es ja vielleicht noch dort. Wenn wir Gladiantri treffen, sollten wir vorsichtig mit seinen Lieblingsfelsen umgehen. Ist er dein Lieblingsfelsen? Anscheinend gibt es auf der Aussichtsterrasse einen Felsen, an dem ihm besonders viel liegt. Einmal sind sie aus Versehen auf ihm gelandet und Gladiantri ist wütend geworden, aber so richtig. Wow, das klingt furchteinflößend. Ihr passt besser auf, wo wir hintreten. Erzählt uns was über euch. Die Stadt ist lebhafter, wenn sie kommen. Freut mich zu hören, okay. Die Wolle. Ist das eure Wolle? Ja, die Wolle gehört ihnen. Ja, stellt euch vor. Elfu. Kommt schon, ihr müsst euch doch erinnern können. Ah, es erinnert sich. Was hat es gesagt? Oh, Mist. Das ist keine sehr eindeutige Antwort. Ich frage mal nach mehr Details. Wie seid ihr in die Residenz reingekommen? Du bist mit deinem Freund übers Fenster hinein. Seit dem Frühstück heute Morgen weißt du nichts mehr. Was zum Gryffeldes soll das heißen? Also was zum Geier? Bitte, ist sehr wichtig. Versucht euch zu erinnern. Ein Mensch, den ihr nicht kennt, hat euch gebeten, das zu machen. Könnt ihr ihn beschreiben? Jetzt passt mal auf. Ihr könntet Komplizen bei einem Diebstahl sein. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Denkst du, sie sind ohne ihr Wissen in ein Verbrechen verwickelt worden? Und ja, falls es so ist, haben sie keinen Schimmer davon. Streiche spielen ist genau ihr Ding. Das macht die Sache kompliziert. Pikulente! Ihr habt es nicht gesehen. Okay. Ja, Gladiantri könnte das rote Pokémon sein. Also es hat auf jeden Fall so rote Akzent. Oder ich vertue mich, das kann sein. Aber es ist doch die Weiterentwicklung von Trassler, die männliche. Naja. Also der Park ist wahrscheinlich das hier. Aber ich wollte jetzt einmal in der Stadt schauen, ob wir irgendwo einem Yorkleff begegnen. An einem ruhigen Ort. An einem stillen Örtchen. Okay. Die Ladebildschirme sind schon. Also ich. Ist ja jetzt hier nicht Cyberpunk, ne? Ah, Nagelotz oder so. Ach, guck mal da. Selbsternannter Wächter der Stadt. Was machst du gerade? Beobachten, was in der Stadt so passiert. Erzähl uns was über dich. In der Stadt wird es nie langweilig, weil es viele Leute und Pokémon zu beobachten gibt. Pikulente. Stimmt, tut mir leid. Es hat gesagt, dass es Pikulente gesehen hat. Wenn es hier vorbeigekommen ist, wollte es wohl wirklich zum Café. Marder. Es gibt so viele rote Pokémon, dass du keine Ahnung hast, welches wir genau meinen. Ja, das ist ein guter Einwand. Du hast keine solchen Pokémon hier gesehen. Okay. Ja, nett. Können wir euch was Neues fragen? Nein. Die kämpfen immer noch. Oh, Snacks für Low. Für Low. Für Low. Snacks für Low sind was anderes. Hi-Hat Café. Das Hi-Hat Café ist auch eine nette Location auf jeden Fall. Das Hi-Hat Café. Aha. Die Tochter des Bürgermeisters. I guess. Oh, hi, Tim. Und unsere Kommilitonin Rachel Myers, Studentin an der Rhyme City University. Jessica Miller, Freundin von Rachel. Sind das die beiden, die das Reporter-Team ersetzen in diesem Spiel? Wow, was für ein Zufall, euch hier zu treffen. Bin genauso überrascht wie du. Hab ich doch schon mal gesehen, aus dem Notizbuch von Howard. Ach jo, das haben wir auch noch nicht zurück. Haben wir es abgegeben? Ich weiß nicht. Und da ist wieder ein Fatality, seht ihr das? Also ich vermute, naja. Das ist Rachel, wir gehen auf dieselbe Uni.
Tochter des Bürgermeisters. Kein großes Ding. Aber ich kenne Leute. Du weißt, du meintest, sie weiß viel über Pokémon, stimmt's? Also sie ist nur eine Kommilitonin, oder? Und genau deshalb rede ich nur ungern mit ihr über mein Privatleben. Was für ein Privatleben überhaupt? Ihr werdet doch den ganzen Tag zusammen rumchillen. Naja, was soll's. Wer ist die Frau bei ihr? Da weiß ich genauso viel wie du. Hey Jessica, kennst du? Aber klar, es ist mir eine Ehre, die beiden Meisterdetektive kennenzulernen. Hast du gerade mit Pikachu geredet? Nein. Ach, das muss dir doch nicht peinlich sein. Ich verstehe, dass du mit deinem Partner Pokémon reden möchtest. Aber wenn du schon hier bist, können wir uns doch auch ein bisschen unterhalten. Naja, klar. Oder ich mache erstmal die Arbeit. Ein Frubbel da oben, ein Spoink. Er erzählt irgendwas vom Lasho King. Pablos Piano. Schickes Schlagzeug. Ja. Konga. Pablos Sammlung an Vinylplatten. Und anscheinend kann ich nicht da hochschauen. Ja, gut. Okay. Hallo, Jessica. It is such an honor to meet you, Tim. Danke gleichfalls. Zwei Jahre später wird einem noch gedankt dafür. Im echten Leben, immer wenn man was Gutes gemacht hat, erinnert sich am selben Abend. Am Abend desselben Tages schon keiner mehr. Berühmtheit, das ist jetzt aber übertrieben. Nur keine falsche Bescheidenheit, Meisterdetektiv. Jessica hat vor Jahren mit meiner Mutter zusammengearbeitet. So haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir Freundinnen. Na, so war das. Aber es ist schon eine Weile her, dass wir uns getroffen haben. Ungefähr 2 Jahre, oder? Wir waren beide so beschäftigt, dass wir gar keine Zeit hatten, uns mal zusammenzusetzen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du dich mit dem berühmten Meisterdetektiv angefreundet hast. Überrascht dich das? Ja, natürlich. Hey, ich bin der Meisterdetektiv. ich arbeite in einer Pizzeria in der Bambusstraße. Wenn du mal in der Gegend bist, komm doch vorbei. Dann lade ich dich auf unsere super leckeren Pizzen ein. Das ist doch ein Wort, hörst du? Die Pizzeria ist auch ziemlich berühmt. Ja, ey, nur berühmte Leute. Meisterdetektiv, Tochter der Bürgermeisterin, Pizzeria-Angestellte. Your Pikachu must be working hard, huh? Yeah, he's actually more helpful than he looks. That's pretty impressive, Pikachu. Ich find's so traurig, dass sich keiner mal zu ihm runterkniet. Jetzt mal echt, Tim. Ein besseres Kompliment ist dir nicht eingefallen. Du wirkst irgendwie anders als sonst. Sag nicht, die Auszeichnung von meinem Vater hat dich verändert. Na, ich bin, wie ich immer bin. Wir kennen uns ja jetzt nicht so gut. Vielleicht hast du einen falschen Eindruck von mir. Ja, ich beobachte dich schon eine Weile. Meinst du, was ich denke, was ich meine? Es ist, als hätte ich den besten Platz, um den Meisterdetektiv bei der Arbeit so zu sehen. Irgendwie fühlt es sich an, als könnte jeden Moment ein aufregendes Abenteuer losgehen. Du hast dir kurz Hoffnung gemacht, ne, Tim? Du bist jetzt mal schön still. Es gibt da übrigens etwas, über das ich mit dir reden möchte. Um eine Sache bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber du kannst jederzeit mit mir reden. Ich will nicht deine Zeit in Anspruch nehmen. Mach dir keine Gedanken deswegen. Ich habe gerade noch zu tun, aber wenn du Zeit hast, können wir uns heute Abend treffen. Dann machen wir es so. Er geht davon aus, dass er heute Abend den Fall gelöst hat. Sind wir nicht zum Abendessen bei deiner Familie? Ja, aber das hier klingt ernst. Ich kann sie damit schlecht allein lassen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist ihr zuhören. Da hast du natürlich recht. Deine Familie wird das verstehen. Oh nee, ich will... Well, look who it is. Ja, schau mal einer an. Pablo Milan, Besitzer des Hi-Hat-Cafés und ehemaliger, sehr erfolgreicher Musiker. Und sein Kapaloris, Pablos fröhliche Assistentin, die gerne mal mit Pikachu flirtet übrigens. Hey, Tim, ist was passiert? Du warst heute Morgen gar nicht hier. Ja, ich habe einen neuen Fall. Ich habe ein paar Fragen. Wäre das in Ordnung? Ja, klar. Barnes. Hey. Der Butler aus der Dennis-Residenz? Ja, der kommt hier oft nach der Arbeit vorbei. Er ist Stammkunde. Er liebt Kaffee und Jazz, also haben wir immer etwas, worüber wir reden können. Aber in letzter Zeit hat er anscheinend sehr viel Stress, also war er nicht mehr so oft hier. Er war ziemlich unter Druck. Da sollst du mal nachhaken. Stress? Warum denn? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir von persönlichen Angelegenheiten eines Kunden erzählen sollte. Wir versuchen nur, ihm zu helfen. Ach so, es geht um den Fall.
Er hat sich Sorgen wegen des Juwels gemacht, das Mr. Dennis Rhyme City stiften wollte. Anscheinend waren Mr. und Mrs. Dennis darüber geteilter Ansicht. Barnes hat versucht, einen Kompromiss zu finden, der beide zufriedenstellt. Aber er meinte, er sitzt dabei jetzt nur zwischen den Stühlen. Das klingt in der Tat stressig. Ich weiß noch, wie er gesagt hat, dass es ihm am liebsten wäre, wenn er das Juwel gar nicht geben würde. Er wollte, dass das Juwel weg ist. Ich hoffe, das hilft. Ja, danke. Pikulente. Ja, ich kenne Pikulente. Es kommt oft alleine her, um Boden zu kaufen. Ein wirklich schlaues kleines Pokémon. Es hat immer diese niedliche kleine Tasche, die ich dann mit den Kaffeebohnen fülle. Soweit ich weiß, bringt es die ja direkt zum Anwesen. Es war vor ein paar Minuten erst hier und hat sich die üblichen Bestellungen geben lassen. Aha! Okay, spannend. Das Hi-Hat-Café. Achso, der Umzug des Cafés hierher war sicher keine leichte Aufgabe. Hat sich denn alles soweit wieder beruhigt? Ja, so langsam gehen die Dinger wieder ihren gewohnten Gang. Ich weiß, dass Pikachu alleine herkommt, um Kaffee zu trinken. Ich hoffe, es macht keine Umstände. Umstände? Ich? Ich bin zahlender Kunde. Zumindest, sobald du meinen Deckel begleichst. Überhaupt nicht. Das Café ist jetzt viel näher an eurer Wohnung und Pikachu scheint sich hier wohl zu fühlen. Okay, also ist das Café Hi-Hat nicht mehr unter Detektivbüro. Mann! Wie kann ich denn zweimal so ungeschickt... Da. Hukumil bringt Geschmack und Wohlstand. Okay. Milmil. Ein Hukumil. Du meinst Hukumil? Es wohnt seit kurzem hier. Ich frage mich, wo es ursprünglich herkommt. War wahrscheinlich schon da, als die Wohnung gebaut wurde. Tim und Pikachu bevorzugen beide bestimmte Kaffeesorten. Du kannst nicht einfach Milch reintun, ohne zu fragen. Ich trinke meinen Kaffee schwarz, aber probier du ihn doch mit etwas Milch, Tim. Probier ich beim nächsten Mal. Okay. Und Kapalores. Das ist übrigens die Stelle, bei der ich im Film wirklich laut gelacht habe. Als Kapalores die Szene betritt und es dann sehr laut seinen Namen schreit, weil es natürlich ein Pokémon ist, hat mich abgeholt. Kam ein bisschen aus dem Nichts für mich. Du magst jetzt auch Rock, nicht mehr nur Jazz. Anscheinend gibt es hier abends ein Quaxo mit einem, das abends mit seinen Freunden ein Konzert gibt. Und dir gefällt diese Musik? Deswegen bist du vom Jazz zum Rock-Fan geworden? Ich würde mir so ein Konzert auch gerne mal anhören. Meine Güte, wie weit weg von der Realität kann man sich eigentlich befinden, ey. Hast du kürzlich Pikulente gesehen? Es kommt oft. Pablo weiß mehr darüber. Manchmal ist es im Serenity Park. Da triffst du es manchmal, wenn du baden gehst. Okay. Okay, let's start deducing. Ja, wir ziehen Schlussfolgerungen. Ist ja okay. Wo ist denn Pikulente abgeblieben? Es ist zum Hi-Hat-Café gegangen. Okay. Genau. Aber da ist es nicht mehr. Also von daher... Aber ist ein kleiner Erfolg, dass man das verstanden hat. Okay. Wir gehen zum Anwesen zurück und suchen nach Pikulente. Ja, was ist denn? Hey Tim, Jessica seems really grateful to us for solving the R case 2 years. Ja, ist mir auch aufgefallen. Nice to know our hard work wasn't for nothing. Ja, aber sie wird ja irgendeine Verbindung damit haben. Also wird irgendeine Form von Opfer von diesen R-Eskapaden sein. Naja. Ja, komm schon. Ach, Also, wenn man irgendeine andere Konsole oder irgendeinen PC von nach 2015 gewohnt ist, dann ist das echt anstrengend. Zumal wir jetzt wieder diese Ladezeiten erleben dürften. Es ist halt auch noch so spannend, ne? Es ist halt ein schwarzer Bildschirm. Wo kriegt man das heute noch geboten? Aha, was passiert hier? Was soll das denn bitte? Es tut mir leid, Sir. Was ist passiert? Pikulente wurde beim Anwesen gesehen, aber meine Leute haben es gehen lassen. Wohin ist es geflogen? Ich habe nicht die Ressourcen, danach zu suchen. Wir wissen es nicht. Das Pokémon-Schutzamt. Ja. Und er geht. Mechmaster geht. Alles klar. Ach, ich wollte eigentlich auch nach dem Yogglef nur schauen, ne? Wo sollen wir anfangen zu suchen? Naja, in diesem Park.
der wahrscheinlich hier ist, ja. Der Serenity Park. Ja, da hätten wir anscheinend ja auch zuerst hingehen können, ne? Ja, es ist ein relativ großer Park. Sie treffen sich für gewöhnlich auf der Aussichtstrasse. Terrasse. Eine Karte, der Park ist riesig. Wir sind da unten und der Park ist auf der anderen Seite. Die Terrasse ist auf der anderen Seite. Okay. Was bist du? Oh, hi! Kikalo. Mach einen Hattrick. Es ist Kikalo. Ausgezeichnete Beinarbeit. Wir sollen keinen Lärm machen, damit es sich ein Trainingsprogramm überlegen kann. Okay. Es ist aber auch ein rotes Pokémon. Hallo, Mogelbaum. Wie ein Baum in der Brandung. Ich dachte, es ist aber ein seltsamer Ort für einen Baum. Das hast du wirklich gedacht. Wer denkt das? Arbeitet an seiner Nummer als Baum. Das muss daran üben. Das sollst du woanders machen. Weil die Umgebung macht deine Tarnung zunichte. Absolut richtig. Es hat wohl gedacht, dass es komplett unauffällig ist. Ja, hier ist schon besser. Okay, jetzt können wir ihn auch nicht mehr ansprechen. Das war eine nette kleine Eskapade auf jeden Fall. Ah, okay. Oh, hi, Felilu. Felilu, genau. Bezaubernder Betrüger. Hm? Faustdick hinter den Ohren. Und klein ist es. Das haben sie gut gemacht, ja, ne? Dieses Pokémon ist wirklich sehr zutraulich. Also dieses... die Verhältnismäßigkeit von der Größe von Pokémon zu Menschen. In diesem Becken können Pokémon trinken. Und Fruyal macht das. Okay. Und hier passiert nichts. Ah, wer bist du? Jemand muss den Baum auf den Rasen gepflanzt haben, aber wann? Bundlebee, genau. Ist doch ein paar Pollenknödel. Okay. Schau mal, ein Bundlebee. Er macht aus Blütenstaub Nektar. Es wird beschäftigt. Es macht Pollenknödel für Wommel. Die Kleinen sind im Wachstum sehr hungrig, also hat es eine Menge Nahrung vorzubereiten. Klingt nach einer Menge Arbeit. Sehen wir am besten nur zu und stören nicht. Hier ist ein Schlurp. Ah, okay. Ich wollte mich nur einmal orientieren. Mit von Mäßigung unbeleckt. Von Mäßigung unbeleckt. Ich glaube, ich raste nicht. Was für eine lange Zunge. Okay, und du? Ach ne, Schlurp ist schon wieder stehen geblieben. Ständig willst irgendwas ablecken. Ah, hab mal einen pubertierenden, rüden Junghund, der nicht kastriert ist. Doch, tatsächlich sind wir das. Charles Merloch. Okay. I am such a huge fan of yours. Ja, schreib eine Karte. Autogramme kosten 20 Euro. ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Charles Merloch. Ich bin Wissenschaftler und arbeite hier in Rhyme City daran, unser Verständnis von Pokémon zu vertiefen. Ah, du möchtest doch bestimmt eher über meine Arbeit erfahren. Also eigentlich, meine Forschung wird von Bürgermeister Myers persönlich unterstützt. Aktuell helfe ich ihm und dem Stadtrat beim Ausarbeiten eines neuen Grundsatzprogramms. Man könnte sagen, ich bin das Gehirn hinter der neuen Politik von Rhyme City. Er ist ganz schön anstrengend. Und er wirkt auch nicht gerade wie jemand, der anderen zuhört. Wenn ihr zwei Meisterdetektive Fragen an mich habt, dann nur zu. Keine falsche Scheu. Wir arbeiten alle daran, Rhyme City zu helfen und haben etwas gemeinsam. Gemeinsame Streiter fürs selbe Ziel. Ich beantworte alle Fragen. Ihre Forschung. Ich arbeite an der Kommunikation zwischen Menschen und Pokémon. Das klingt kompliziert. Im Gegenteil, ist ganz einfach. Wir versuchen nur, den Pokémon zu helfen, die menschliche Sprache zu verstehen. Stell dir nur vor, was das für Rhyme City bedeuten würde. Ja, Rhyme City wäre ein noch besserer Ort. Und das Grundsatzprogramm?
Mein Fachgebiet in der Wissenschaft, mein Fachgebiet ist die Wissenschaft, nicht die Politik. An der Erarbeitung neuer Gesetze bin ich nicht beteiligt. Was ich jedoch tun kann, ist, neue Geräte und Ausrüstung zu entwickeln. Außerdem helfe ich dabei, sie an Menschen und Pokémon in Rhyme City zu verteilen. Ich bin stolz, mit der Kraft der Wissenschaft einen Beitrag zum Leben in dieser Stadt leisten zu können. Das ist wunderbar. Das ist es. Koexistenz von Menschen und Pokémon. Ja. Das war's, ne? Gott sei Dank. Can I ask you a favor, Pikachu? Oh, ein Gefallen, Pikachu. Would you allow me to give you a quick health exam? Oh. Ow! Hey, what'd you just do to me? Hat er ihm Finger irgendwo reingesteckt? Du liebe Güte, ist Pikachu böse mit mir? Ich habe ihm nur etwas Fell ausgezupft und die Testergebnisse sollten jeden Moment vorliegen. Das ist ein Gerät, das ich auf Wunsch von Bürgermeister Myers entwickelt habe. Es kann die Vitalwerte eines Pokémon in Rekordzeit messen. Anders gesagt, kann man damit im Handumdrehen feststellen, wie es einem Pokémon geht. Das ist ja eine gute Sache. Ja, das hätte er aber auch sagen können. Ja, mal sehen. Und? Koffein festgestellt? Hat jemand was von Koffein gesagt? Da es ein Detektiv ist, war mir bereits klar, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches Pikachu handelt. Aber diese Ergebnisse sind faszinierend. Oh, es geht ihm gut. Keinerlei Probleme. Seine Triglycerid-Werte sind allerdings etwas hoch für ein Pokémon. Meine was? Es scheint sich jedoch ein wenig von anderen Pikachu zu unterscheiden. Bin ich irgendwie seltsam oder so? Also, wo sie jetzt fertig mit ihrer Untersuchung sind, sollten wir wohl weiter. Ja, gute viel Erfolg, viel Glück, bla bla. Triglycerid-Werte, oh nein! oh, die Buben. Aber schauen wir mal hier. Ja, okay. Ja, reden wir mit dem Legios. Im Gleichschritt Information. Legios Legi. Oh, ich hab's nicht gelesen. Es gibt eine Menge erstaunlicher Pokémon, die hier sind in perfekter Formation. Aha, ich sehe schon seinen Lieblingsstein. Es ist der zerkratzte, vermute ich. Höher geht's nicht, oder? This is the top, yeah? Achso, look at that, Pikachu. Huh? Aber warum? From here you have a perfect view of the dentist residence. Das stimmt allerdings. Woran denkst du? Ich bin ziemlich sicher, dass das Fenster zum Juwelenzimmer ist. Ja, wenn unser Dieb mit Hilfe von einem Pokémon hatte, wäre das hier der perfekte Ausgangspunkt dafür. Ja, wir sehen Galagladi nicht, ne? Blätter. Diese zerrissenen Blätter haben raue, unebene Ränder. Okay. Der Stein. Voller Kerben. Etwas hat ihn gekratzt. Ja, sieht aus, als hätte eine Klinge das zum Beispiel getan. Spannend. Was gibt's hier noch? Also ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, dass ich nicht auf die Steine trete, aber das da ist natürlich der Stein, ne? Okay. Ja, und was gibt's hier noch? Ja, es heißt aber... schwierig. Wir könnten es ja bestimmt anlocken, indem wir hier drauf treten oder so. Und sieht man von hier aus... Wolle! Es ist wahrscheinlich hier gelandet, als die Elfen mit Galadriel gespielt haben. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hatte hatte Galadriel dann noch ein bisschen Wolle an sich und diese Wolle im Dingens verteilt. I guess. Ah ne, die haben auch gesagt, die waren drin, ne? Ziehen wir unsere Schlussfolgerung. Wo ist das rote Pokémon? Okay. Wo befindet sich es? Ach, ich habe ein komplett anderes Pokémon im Kopf gehabt. Ich habe die Weiterentwicklung von Trassler im Kopf gehabt. Alles klar. Wir suchen das Pokémon. Wir suchen in der Nähe des. Ja, wir suchen natürlich in der Nähe des Felsens, weil wir ja gesagt bekommen haben, hier sollte es sein. Ich habe vergessen, wie die Weiterentwicklung heißt. Gladiator oder sowas? Wie Gladiator. Hast du eine Idee, wie wir Galadriel dazu bringen, sich zu zeigen? Naja, auf den Felsen klettern.
Ja, das macht's nämlich wütend. Genau. Aber anstatt, dass wir es einfach direkt selber machen, müssen wir erstmal Dialoge durchgehen. Ich hoffe nur, dass es keiner sieht. Oder dass er es wirklich sieht. Gladiantri, beeindruckender Klingenkünstler. Klingenkünstler. Wie die Elfen gesagt haben. Seine Antwort wird sein Schicksal entscheiden. Ich werde keine Gnade zeigen. Moment mal, was? Okay, es ist sehr wütend. Tut mir leid, wir haben dich gesucht. Wir wollen nichts mit deinem Felsen anstellen oder so. Du vergibst uns aber nur dieses eine Mal. Ach, Glück gehabt. Warum wir nach dir gesucht haben? Ja, richtig. Wir würden dir gerne ein paar Fragen stellen. Können wir ganz kurz mit dir reden? Erzähl mir was über dich. Ich habe nur eine Frage. Erzähl mal deine Lebensgeschichte. Der Weg zum Kriegertum führt dich also an alle möglichen Orte. Weg zum Kriegertum? Es reist umher, um seine Attacken zu verbessern. Es wurde mit Klingen geboren. Es kann doch stolz auf seine Klingen sein, die sind unglaublich scharf. Er sagt, dass es ohne Probleme einen Felsen zerschneiden könnte. Aber hast du vor kurzem jemanden geschlagen? Es hat noch niemals einen Menschen oder auch einen Pokémon geschlagen. Guter Punkt, schneiden wäre mit seinen Händen kein Problem, aber zuschlagen ist nicht drin. Ja, wenn er die Klinge abbekommen hätte, würde er anders aussehen. Die Dennis-Residenz. Gallantri ist sich nicht sicher, ob es derselbe Ort war, aber es glaubt sich daran zu erinnern, in einem großen Haus gewesen zu sein. Er hat das Haus zusammen mit den Elfhunden betreten. Ach ja, genau. Das lässt sich gerne von ihnen festhalten und ja. Du erinnerst dich an das Gefühl, etwas zu zerschneiden, aber der Rest ist verschwommen. Das ist wichtig, bitte versuch dich zu erinnern. Er sagt, sein Kopf wie benebelt ist und es sich einfach nicht daran erinnern kann, was passiert ist. Macht die Sache natürlich schwierig. Pikulente. Keine Pikulente. Okay. Jetzt haben wir zwei Gladiantri gefunden, aber das hat uns nicht so richtig weitergeholfen. Hä? Ja. Und manches von dem, was es uns gesagt hat, widerspricht sogar dem, was wir schon vorher herausgefunden haben. Vielleicht kommen wir voran, wenn wir Beweise finden, dass Gladiantri das Anwesen betreten hat. Es will wissen, ob es mit dem Training weitermachen kann. Es zerschneidet Felsen. Ja. Gute Idee. Gewährt uns mit Freunden eine Kostprobe seines Könnens. Ja, dann go. Oh, oh. Aber warum hat sie jetzt einen anderen Stein genommen und nicht seinen Lieblingsstein? Wow. Awesome. Echt stark. Ja, ist schon ordentlich. Klarer Schnitt, metallisches Geräusch. Ja, passt zu dem, was wir zum Tatort wissen. Ihr Verhalten war reichlich ungewöhnlich, aber es gibt einfach keinen Grund dafür. Wir haben überall nachgesehen, aber keine Spur von Pikulente. Und wie finden wir es? Ja. Hat ja nicht sonderlich viel zu sagen. Ich glaube, Pikulente ist inzwischen unsere einzige Spur. Wir sollten uns weiter umhören. Ja, was, wenn das Pikulente Angst hat? Wie wäre es, wenn wir Pokémon um Hilfe bitten? Pokémon haben doch allerlei Fähigkeiten. Ich wette, die Pokémon in der Dennis-Residenz hat nichts dagegen, uns ihre Kräfte zu leihen. Immerhin geschah der Diebstahl in ihrem Zuhause. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, Pikachu. So, your hands are blades, huh? Deine Hände sind also Klingen. Wow, das ist echt abgefahren. Wow, 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 wow. Okay. Joa, dann... Gut, ich denke, auch aufgrund der Tatsache, dass mir zwischendurch das Capture abgeschmiert ist, wir speichern mal eben. Ich muss nur aufpassen, dass ich den aktuellsten Spielstand hinterher wieder lade. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal versuchen wir dann, hier erstmal wieder Ordnung reinzubringen. Irre. So. Upsie. So. Na. Jetzt habe ich so langsam alles uselig gemacht, was ich uselig machen konnte.
so oder so ähnlich, ne? Ja. Ja. Okay, ne, nach ein bisschen Rumschieben des Overlays und hoffentlich rausschneidens. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Leider haben wir diesen Fall nicht ganz in diese Folge reinbekommen, aber es wirkt so ein bisschen, als hätten wir so langsam genug Bausteine, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Es ist auf jeden Fall bisher eine Weiterentwicklung zu der ursprünglichen Formel. Wenn auch vielleicht andere Sachen fehlen, aber es ist auch noch sehr früh im Spiel, um sich ein Urteil zu erlauben, und von daher werde ich mir Mühe geben, weiterzuspielen, und es wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt. Und an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.